Hallo, lieber Anton, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke, Lorena, das freut mich auch. Ich bin sehr gerne hier an diesem besonderen Platz, den du geschaffen hast. Dankeschön. Vielleicht hier, Freunde, fragt euch, was machen wir hier? Erstmal, ich möchte mich vorstellen, ich bin eure Kuyai Lorena, ich bin Schamanin, ich komme aus Peru, ich bin auch Diplom-Ingenieurin, auch wenn ihr das nicht glaubt. Doch, wir glauben es nicht. Ja. Und hier möchte ich euch einen guten Freund von mir vorstellen. Das ist unser Freund Anton Stücki. Er ist der Entwickler von der Naturschallwandler. Und ich habe ihn heute zu Gast. Anton, möchtest du uns ein bisschen über diese wundervolle Entdeckung, würde nicht sein, ist eine Entdeckung, sondern wie ist geboren der Naturschallwandler? Der Naturschallwandler ist ein Lautsprechersystem, was so arbeitet wie die Natur. In der Natur geht ein Klang, wir hören jetzt gerade die Vögel, von einem Punkt in alle Richtungen. Und der Vogel ist sehr, sehr weit zu hören, obwohl er ja technisch gesehen nur mit wenig Watt, also wenig Leistung singt. Aber er ist wunderbar zu hören. Und das Besondere ist, dass ein System wieder so gebaut wurde und dieses natürliche, der natürliche Klang, der sorgt dafür, dass wir in den Klangraum eintauchen können und der uns nicht nur gut tut im Sinne des Hörens, sondern auch im Sinne der Hörverbesserung. Das ist eigentlich mein Hauptbereich, den ich mache. Das heißt, dass Menschen wieder lernen können, besser zu hören. Gigantisch, oder? Also ich muss euch ehrlich sagen, als ich darüber gehört habe, ich habe über den Naturschallwandler ziemlich lange her gehört. Und es war für mich meine Neugier so groß geworden, erstmal besonders als ich in diesem Platz sein durfte, so viel mit Naturelementen zu arbeiten, wie es möglich ist. Und dann durfte ich mit Anton in Kontakt kommen und dann war die Möglichkeit, dass wir tatsächlich hier auch mit den Naturschallwandlern arbeiten dürfen. Der Naturschallwandler ist zu uns gekommen in einen unserer Tempel. Erstmal ist der Salztempel, in dem wir ihn zum allerersten Mal probiert haben. Ich kann nur euch sagen, dass die Effekte, die wir da erleben dürften, war auch so, dass in diesem kleinen, in Ausführungsstrichen, Raum haben wir die beiden Boxen hingestellt und auch in der Mitte. In der Mitte ist das Tieftonmodul. Das Tieftonmodul. Ja, genau. Es tut mir leid von Technik her. Das macht nichts. Dafür bist du da. Wichtig ist, es zu erleben und so wie du das machst. Ja. Und die Effekte, die wir da erlebt haben, waren folgendes. Und zwar, wir wissen, dass in dem Schamanismus und in allgemein, wenn wir über Heilung sprechen, Heilung bedeutet, je mehr wir in Kontakt kommen mit unserer Natur, mit unserem Ursprung, mit allem, was wir sind, mit den Elementen, mit der Erde, mit dem Feuer, mit der Luft, mit dem Wasser, mit unserer Absicht, mit unserer Herzfrequenz, desto mehr kommen wir in Einklang mit der Frequenz von Mutter Erde. Und dann erzeugen wir keinen Stress, sondern erzeugen wir, was wir nennen, Entspannung und auch diese Harmonie, in der wir, was wir in Wirklichkeit sind. Wir haben auch im Laufe der Zeit so viel mit Musik Kontakt aufgenommen und wir haben uns natürlich erfreut mit unterschiedlichen Klängen, die wir von einem Handy hören oder von einer normalen Anlage. Und was daraus gekommen ist, dass natürlich kommt ein Klang, aber die Frequenz, die dieser Klang gibt, erzeugt nicht diese ursprüngliche Harmonie, die wir als Menschen, als Lebewesen, die im Planet Erde leben, ist nicht kompatibel. Aber da kommen wir zu den Naturschallwandlern. Vielen Dank, das ist so schön beschrieben, dass es tatsächlich ja um diese Verbindung wieder geht, das Fühlen, das, was um uns ist, aber natürlich auch das, was in uns ist. Und je natürlicher die Umgebung ist, je natürlicher die Impulse sind, die wir bekommen, umso leichter fällt uns das. Und
ein wesentlicher Zugang für die Welt um uns herum ist ja das Hören. Und viele Menschen haben auch Schwierigkeiten mit dem Hören. Also sie haben Schwierigkeiten zu verstehen, oder sie haben Ohrgeräusche, Tinnitus, oder sie haben eine Überempfindlichkeit. Also es gibt rund ums Hören sehr viele Aspekte. Und die Gründe dafür sind, dass die Menschen etwas erlebt haben, was sie verletzt hat. Und man muss sich manchmal Dinge anhören, manchmal sind Dinge schrecklich, sie können so laut sein, aber auch, das ist eigentlich meistens der Fall, dass das, was gesagt wurde, einen verletzt hat. Und durch den natürlichen Klang können wir wieder in eine Ordnung zurückfinden. Das heißt, wir können verstehen, was hat uns verletzt, und durch dieses Verstehen wird Heilung möglich, weil die Welt ja Heilung uns bietet. Und die Welt möchte nichts anderes, als dass wir mit ihr verbunden sind und unser Wesen darin ausdrücken. Das können wir eben manchmal nicht mehr so gut, weil wenn wir aus der Ordnung gefallen sind, aus der Verbindung, dann müssen wir wieder zurückfinden. Und dazu habe ich zwei Bücher geschrieben, Besser hören, leichter leben. Habt ihr ja gesehen. Ja, genau. Wo ich das beschrieben habe, weil es gibt rund um das Hören viele Missverständnisse. Und das heißt ja oft, ja, da kann man nichts mehr machen, sie sind ja schon ein bisschen älter. Oder wenn Tinnitus schon lange anhält, müssen sie sich damit abfinden. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Das heißt, dass mit dem Naturschallwandler kann man fähig sein, sich selbst zu heilen bezüglich durch das Hören mit dieser Frequenz, die der Naturschallwandler uns gibt. Das heißt, Tinnitus oder Menschen, die ab einem bestimmten Alter sind, im Laufe des Jahres, wir haben geglaubt, dass weil wir älter sind, hören wir natürlich immer weniger. Aber das ist nicht wahr. Das stimmt. Es ist so, natürlich, das ist ja, was wir erleben, ist oft, wir hören in der Jugend vielleicht sehr gut und dann wird die Hörkurve schlechter. Das ist eine reale Erfahrung. Nur der Grund ist nicht, dass wir uns abnutzen, sondern dass wir im Laufe des Lebens in der Regel schlimme Dinge erleben. Und das gilt übrigens nicht nur für ältere Menschen, wir arbeiten auch immer wieder mit Kindern, die genau das natürlich auch erleben können, die Ablehnung, Abwertung erfahren können oder Trennung von Mutter, Vater, Familie. Und all das kann sich eben auch auf das Hören auswirken. Ich höre die Welt nicht mehr oder die Menschen, die ich liebe, die für mich wichtig sind. Und dieses Erlebnis erzeugt eine Unordnung in uns. Wir wissen, der Volksmund sagt, du weißt nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Ja, wir verlieren die Orientierung. Wir finden uns nicht mehr zurecht. Nicht umsonst ist auch der Gleichgewichtssinn im Ohr. Das heißt, auch wie wir selber uns im Raum bewegen, ob wir uns sicher fühlen, ob wir eine Treppe gut hochgehen können, all das hat eigentlich mit dem Hören auch zu tun. Weil über das Hören wird auch die Motorik mitgesteuert. Wenn wir auch so überlegen, ich arbeite viel mit der Zirbeldrüse und die Effekte, die die Zirbeldrüse zu der Psyche und dem ganzen Sein von dem Mensch ist. Ja. Und tatsächlich, wenn wir beobachten, die Zirbeldrüse befindet, es ist, wie finden wir die Zirbeldrüse? Wir nennen die auch das Glückspunkt. Und das ist so, wenn wir wissen, hier befindet sich unsere dritte Auge. Ja. Und wenn wir eine total direkte, gerade Linie durch diese dritte Auge gehen, eine Vorstellung. Ne? Und noch eine zusätzliche Linie von unserer Kronenchakra direkt. Und dann finden sich diese zwei Linien. Ja. Und diese zwei Linien treffen sich tatsächlich in der Zirbeldrüse, oder dieses Glückspunkt. Und wenn wir es beobachten, befindet sich in diesem Bereich, dass das Ohren auch beeinflusst. Also anhand meiner Erfahrungen. Ich habe den Naturschallwandler eingesetzt mit meinem Mikrofon und dürfte ich tatsächlich noch tiefer in die Psyche mit meinen Gesängen, weil wir in Schamanismus singen nicht viel,
Und mit einer Absicht in den Schamanismus, es geht nicht nur ein Lied zu singen, sondern wir geben eine tiefe Absicht, indem wir durch diesen Klang in den Körper des Menschen tatsächlich reinkommen. Durch den Herz rein, um tatsächlich die Themen so gut es geht in Gleichgewicht zu bringen. Und meine Erfahrung mit dem Naturschallwandler war ein potenziertes Ergebnis. Und zwar normalerweise, wenn ich diese Arbeit gemacht habe, es ist klar, die Menschen kommen in einen Prozess, das erlebt man danach. Aber mit diesem Naturschallwandler nicht nur eine, sondern so gut wie 80% sind wirklich in Tränen gekommen. Aber tief in Tränen gekommen, hat ja nicht mit dem Lied zu tun, sondern mit dem Effekt der Schwingung, die in dem Körper sich gespürt hat. Und das hätte ich nie erreicht, muss ich ehrlich sein, mit einem normalen Boxen oder dieser Anlage. Genau. Und das ist, was mich fasziniert an diesem Naturschallwandler. Ja. Das ist auch etwas sehr Besonderes, weil man sagt ja auch, diese Stimme berührt mich im Innersten. Und das ist tatsächlich ein physikalischer Satz, weil eine natürliche Schwingung die Fähigkeit hat, in die Materie einzudringen. Eine Box macht immer einen gerichteten Direktschall. Und dadurch kommt sie immer so wie ein kleiner Schlag, auch wenn es nicht laut ist. Okay. Aber die Natur ist ganz weich und trotzdem kraftvoll. Ja. Und diese feine Schwingung oder auch die starke Schwingung, wenn es eine Trommel ist zum Beispiel, die durchdringt. Und bisher wurde mit den klassischen Boxen konnte das Prinzip der Natur nicht wiederhergestellt werden. Und die Firma Telefunken übrigens im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, hat grundlegende Forschungen dazu gemacht. Und diese Forschungen habe ich aufgegriffen und in dieses technische System umgesetzt, sodass eben diese natürliche tiefe Berührung über ein Hologramm. Die Welt ist ja holographisch. Ja. Überall finden wir alle Elemente. Ja. Und Hologramm heißt ja Holo, vollständige Gramma-Botschaft. Mhm. Also eine vollständige Botschaft. Und das ist das, was wir brauchen und suchen. Wir suchen wieder eine vollständige Verbindung, nicht nur ein bisschen oder 80%. Und ich muss etwas sagen noch dazu, wenn ich unterbrechen darf. Ein normalen Boxen gibt eine lineare Frequenz. Und es ist so wie zweidimensional, aber der Naturschallwandler ist eine dreidimensionale Frequenz. Erzeugt sozusagen eine mehr oder, ich bin mir nicht sicher, ob drei- oder fünfdimensionale, aber erzeugt eine tatsächlich eine Frequenz, als wenn ich zum Beispiel ein CD wiedergeben würde und ich mit dem Naturschallwandler das höre. Der Unterschied ist so groß, dass durch diese Hologrammbildung entsteht tatsächlich das Gefühl, dass der Mensch, der diese Musik erzeugt, durch diese CD, live wäre in dem Raum, wo wir diese Klang hören. Genau, weil um uns ganz zu empfinden, brauchen wir einen Raum. Und dieser Raum ist eben dreidimensional, mal mindestens Länge, Breite, Höhe. Und natürlich kommen noch weitere Ebenen dazu. Aber Länge, Breite, Höhe kann jeder Mensch direkt erfahren. Und das machen wir auch, wenn wir hören. Es ist immer ein Raum, weil die Geräusche müssen ja irgendwo in diesem Raum erzeugt werden. Der Vogel, wenn wir miteinander sprechen, das Plätschern des Wassers. Und wir suchen wieder ein Verständnis und einen Zugang in diesen Raum. Und das kann nur passieren, wenn er natürlich ist. Und eine Box kann das nicht, aber das ist okay, es ist eben etwas Neues, aber die Idee ist eben, wieder in diese ursprüngliche Ordnung zurückzufinden. Und übrigens, natürlich gibt es die Technik, aber die Natur bietet uns diese Möglichkeit auch ohne Technik. Und das, auch das habe ich beschrieben, weil wir können das trainieren, in unser Hörsinn trainieren und unsere Fähigkeit wieder auch den anderen besser zu verstehen, indem wir bestimmte Übungen machen. Und die sind ganz einfach, beschreibe ich in den Büchern, die auf der Naturordnung eben basieren. Sehr interessant.
Anlage oder diesen Boxen haben erzeugen oder geben der Klang weiter durch eine Seite. Und der Naturschallwandler gibt das in alle Richtungen. Genau. Als Kugelschall. Als Kugelschall. Genau. Weil damit durch die Kugel entsteht der Raum. Auf ganz einfache, natürliche Weise, wenn wir sprechen, entsteht immer ein Raum. Und das brauchen wir, weil ich kann nicht vollständig wahrnehmen, wenn ich keinen Raum habe. In der Natur haben wir das, wenn wir miteinander sprechen, ist es automatisch eigentlich da. Ja. Aber die Box kann das eben physikalisch nicht. Das hat nichts mit der Qualität zu tun. Und es ist eben wichtig, dass wir wieder auch Technologie entwickeln, die mit der Natur verbindet und nicht uns trennt. Darf ich fragen, wie lange hast du an diesem Naturschallwandler schon gearbeitet? Also ich habe dieses Prinzip 2003 kennengelernt. Mhm. 2005 habe ich intensiv begonnen, damit zu arbeiten. Mhm. Und seitdem ist das wirklich ein wesentlicher Teil meines Lebens geworden, womit ich gar nicht gerechnet hätte, weil ich komme gar nicht aus diesem Bereich. Ich habe mich viele, viele Jahre schon davor mit Fragen beschäftigt, warum werden wir krank und warum werden wir wieder gesund? Mhm. Auch da gibt es ja eine Ordnung, das ist nicht zufällig. Richtig. Und es braucht eben manchmal da die anderen Menschen, die uns unterstützen und begleiten, auch einen Spiegel geben, damit wir zu uns selber finden können. Und dann kann im Grunde alles wieder heilen. Man soll sich aber nicht unter Stress setzen deswegen. Alles darf so sein, wie es ist, aber wir können viel bewirken, gemeinsam. Das ist gigantisch. Wenn ihr mehr Interesse habt darüber zu wissen, dann könntet ihr auch da unten sehen in unserem Text die Informationen, wie ihr an Anton oder Anton erreicht mit seiner wunderbaren Naturschallwandler. Sind zwei unterschiedliche, eine kleinere und eine größere. Ja. Eine für zu Hause und auch für Konzerte im kleineren Bereich. Mhm. Ja. Und dann, ihr könnt auch bei uns gerne auch diese Effekt spüren, nur ich arbeite schamanisch zusammen mit dieser wundervollen Naturschallwandler und der Effekt von meiner Arbeit hat sich wirklich auf diese Art und Weise unglaublich potenziert. Da bin ich unendlich dankbar. Vielen Dank, das ist wirklich eine besondere Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön auch dir, Anton, dass du so viel deines Lebens für diese wundervolle Arbeit gewidmet hast. Dankeschön. Es ist einzig in der Welt, diese Naturschallwandler. So etwas habe ich ja auch noch nie erlebt. Und dafür sind wir dankbar. Dankeschön euch alle fürs Zuhören und Dankeschön auch die Wandern. Alles Gute euch. Tschüss, bis bald. Tschüss.